Mahlzeit, Drache. Servus, Leute. Ah, passt mal auf. Ist halt echt wahnsinnig. Das ist euch schon klar, ne? Ich habe heute zwei Päckchen bekommen. Die wurden irgendwie einzeln geliefert, kamen aber zur gleichen Zeit. Entweder heißen beide Personen gleich oder es liegt daran, dass mir. Entweder es heißen beide Personen gleich oder es wurde einfach mit unterschiedlichen Paketen geschickt. Und zwar wurde mir ein Paket geschickt mit dem aus dem Shop, dem N64 Controller. Leider habe ich dafür die Konsole, also Voraussetzung nicht. Aber ich habe auch Between World gekriegt. Sau cool. Die 100 GB Arbeits die 100 GB Quatsch. Entschuldigung, nicht 100 GB, sondern 100 of the Speed. Die 64 GB Mini SD Karte. Und dazu Super Nintendo Controller. Richtig krass. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Sau krass, dass da wirklich jemand tief reingegriffen, finde ich voll mega. Sau geil auf jeden Fall, Dankeschön. Nintendo 3DS habe ich zwar leider im Moment keinen, aber ich denke, ich werde mir diesen Monat dann einen zulegen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr über, als ich eigentlich erwartet hatte, weil ich ja meinen. Mein Ding kaufen wollte. Mein Internet, das hat sich aber herausgestellt, dass mich 300 Euro weniger kostet als eigentlich gedacht. Dann kann ich das Geld gut nutzen, um mir einen Controller und um mir einen 3DS zu kaufen. Muss man gleich mal schauen, es gibt ja glaube ich welche, mit denen man aufnehmen kann. Link Between World würde ich nämlich gerne streamen, beziehungsweise aufnehmen, das wäre saugeil. Muss mal schauen. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank an den Matthias für seine Unterstützung. Sau krass, ich bin aus alle Wolken gefallen vorhin, ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Das kam auch gerade erst an, ich habe jetzt das Einzige, was ich jetzt zwischenzeitlich gemacht habe, zwischen dem, dass es gekommen ist und dem, dass ich jetzt das, streame, ich habe gerade eben ich habe gestern Abend fast 5 Stunden lang Assassin's Creed aufgenommen. Und diese fast 5 Stunden, die ich aufgenommen habe, die habe ich jetzt gerade noch schnell geschnitten und die sind jetzt gerade am Rennen, während wir hier miteinander reden. Und ich werde schauen, dass ich dann heute Abend noch einen Part hochladen kann. Wir haben jetzt 13:40 Uhr, das dürfte ein bisschen schwierig werden. Aber schauen wir mal, das Rennen geht relativ schnell. Ich kann eigentlich nebenbei schon mal soweit alles vorbereiten, wenn ich schon drüber bin. So. Dann brauche ich nämlich gleich bloß eine Renderung ziehen und dann kann ich es dann nach dem Stream gleich hochladen. So, Fenster. Was? Fenster? Ne, die Fenster, die habe ich sowieso auf dem Plan. Ich kriege ja jeden Monat einen Amazon-Gutschein weil Leute meine Sachen kaufen, auf meine Dinger. Und das ist mehr als genug Kohle dafür. So, hast du einen Super Nintendo dazu? Ich habe einen Super Nintendo da, ja. Soll ich ihn mal holen? Der ist drüben im Schlafzimmer. Den habe ich gestern oder vorgestern erst in der Hand gehabt. Hey Kiyomi. Servus Kiyomi, genau. Servus Bianca auch. Und natürlich auch Hi Hagen. Oh, das könnte man falsch verstehen als Hi Haken. Also Hi. Hallo Hagen. So, machen wir es so. Hey. Klappt das mit dem Internet heute besser? Ich weiß es nicht, das wird sich noch zeigen. Bis jetzt läuft's, aber das heißt ja nicht unbedingt was.
Ich hoffe, es geht besser. Gestern habe ich dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Das ist ja aber auch, glaube ich, verständlich. Zumal ich gestern den ganzen Abend noch an meinem Buch geschrieben habe. Ich habe gestern 3 Stunden an dem neuen Buch geschrieben. Ich habe gestern viereinhalb, fünf Stunden ungefähr, habe ich dann noch aufgenommen. Ich habe mich abends um 23 Uhr, ich habe mich kurz vor 23 Uhr hingesetzt und habe aufgenommen bis morgens um 4, kurz nach 4. Also richtig krass. Ich habe zwischendurch eine kurze Pause von ungefähr 20 Minuten gemacht. Also ungefähr 4,5 Stunden habe ich aufgenommen. Richtig heftig. Und es rendert jetzt gerade und bearbeitet. Und ich bin echt mal gespannt, was dabei noch rauskommt. Ich werde auch schauen, dass ich 2-3 Parts gleich hochladen kann. Sobald sie fertig konvertiert und alles sind und ich mit dem Stream fertig bin. Und nach dem Stream habe ich auch einen Plan. Ich werde nach dem Stream direkt weitermachen mit dem... Ich werde nach dem Stream direkt weitermachen. Ich habe einen blauen Fleck da am Arm hier. Ich werde nach dem Stream gleich weitermachen mit meinem Buch. Heute steht auf der Liste das alte Buch, wo ich jetzt angefangen habe, wo es fast fertig ist. Dann will ich mindestens ein, vielleicht 2 Kapitel korrigieren. Und danach will ich mich heute irgendwann im Laufe des Tages eventuell noch an Zelda oder an Fable setzen, aufzunehmen. Und wenn ich das dann habe, wird es auch noch konvertiert, dass ich dann auch die nächsten Tage noch zusätzlich Fable hochladen kann. Und ich werde schauen, dass ich in Zukunft wieder eine Routine reinkriege in meinen Gaming-Kanal, dass ich 2 Parts pro Tag hochlade von jedem Spiel, das ich aufnehme. Vorausgesetzt natürlich, ich habe auch genug Parts immer da. Also ich habe jetzt, wartet mal, ich kann mal kurz nachgucken. Der erste Part ist jetzt ganz schön fertig. Ich habe 13 Parts von Assassin's Creed 2. 13 Stück, da kommen dann jeden Tag 2. Gestern kam ja der letzte. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich heute mindestens einen hochladen kann. Ich weiß nicht, ob ich heute 2 schaffe. Das wird sich zeigen. So, Sekunde. Da. Also einer konvertiert jetzt schon, einer rendert, beziehungsweise ich hab ein Renderverfahren, was dann nach und nach alle Parts rendert. Das heißt, es ist eigentlich ganz praktisch, dass ich jetzt die 13 Parts nur cutten musste und dann rendert das alles auf einen Schlag. Und ich schaue dann, wie gesagt, dass jeden Tag 2 Parts kommen. Heute schaffe ich wahrscheinlich nur noch einen, weil es zeitlich nicht mehr hinhaut. Wenn ich das Glasfaser hätte, wäre es natürlich eine andere Sache. Und ich schaue, dass ich dann die nächsten Tage irgendwann Fable oder Zelda weitermache, dass das auch mal fertig wird. Ich denke, ich werde mich wahrscheinlich erstmal an Zelda setzen, weil Zelda läuft schon das ganze Jahr über. Immer wieder mal mit einer Pause dazwischen. Jetzt schaue ich, dass ich dann nochmal... Vielleicht mache ich eine 4-Stunden, 5-Stunden Session von Zelda, wenn ich dann mit Dings soweit bin. Und danach mache ich vielleicht irgendwann mal eine Session von Ding. Also ich werde mich auf jeden Fall wieder mehr... Ich werde mir wieder mehr Mühe geben für den Gaming-Kanal. Und ich bin am Überlegen, wie ich mit dem Hauptkanal weitermache. Habe ich gestern ja schon mal angesprochen. Muss ich mal schauen. Ehrlich gesagt habe ich wenig Interesse momentan mit dem Hauptkanal. Ich werde auf jeden Fall das Jubiläums-Special kommt auf jeden Fall am Sonntag. Das werde ich, wenn alles so weit hinhaut, wie ich mir das vorstelle, wird das Sonntag um 12 Uhr freigeschalten. Genau, das ist zumindest soweit der Plan. So, ich habe auch immer überall blaue Flecken und weiß nicht woher. Oh, ich weiß durchaus woher. Ich weiß durchaus woher ich die habe. Es kam mir halt echt seit über einer Stunde und 17 Minuten Leute bei mir vor der Haustür, ey. Das ist doch so lächerlich. Und dabei regnet es die ganze Zeit, es ist Niesel, es ist ekelhaftes Wetter an sich für draußen sein. So, ich schlage mich immer überall an. machst du Saints Row auch weiter? Saints Row habe ich ja von Anfang an gesagt, das weiß ich nicht, wie es damit weitergeht.
Ich könnte mir vorstellen, ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen was bei Saints Row. Wie weit ich damit weitermache, weiß ich aber noch nicht. Kannst du nicht einfach deinen Hauptkanal zu Gaming-Kanal machen? Dann hast du direkt 70.000 Abos. Nee. Es hat ja einen Grund, dass ich einen Gaming-Kanal und einen Hauptkanal habe. Ich habe kein Problem damit, mit 16.000 Abos weiterzumachen. Vorausgesetzt natürlich, dass mit diesem ganzen Hate-Scheiß bleibt dann auch außen vor. Moment. Ich habe kein Problem damit, wieder mit 16.000 Abos weiterzumachen. Ich habe meine Leute auf YouNow, ich habe meine Leute auf YouTube, ich habe meine Leute in meinen Games und was weiß ich alles. Jedenfalls, ich habe kein Problem damit, mit 16.000 weiterzumachen. Ich werde schauen, dass ich da halt wieder aktiver was mache. Was haben Sie davon, da unten vom Tor zu gammeln? Es gibt schon arme Schweine, der Hammer. Ja, das ist definitiv wahr. Vor allem meinen sie anscheinend, sie sind außerhalb meiner Kamerareichweite. Was machen die davon? Achso, hatten wir schon. Ich fürchte, ganz haterfrei wirst du nie sein. Ganz haterfrei ist gar kein YouTuber. Wenn man YouTube macht, muss man damit rechnen, dass man früher oder später auch Hater haben wird. Weil es immer Menschen gibt, die einem etwas nicht gönnen oder Menschen, die einen schlicht und ergreifend nicht... Das sind einfach schlicht und ergreifend Leute, die einfach nicht damit zurechtkommen, irgendjemanden nicht zu schauen, wenn sie jemanden nicht mögen. Im Gegenteil, die müssen jemanden immer provozieren, auch wenn sie jemanden nicht mögen. So. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Berliner. So, servus Berliner. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, du meinst, oder meinst du jetzt Benetic? Benetic, Entschuldigung. Bianca. Darf ich dir noch ein paar Tipps für deine Let's Plays geben? Dürfen tut ihr immer, aber ich sag euch nach wie vor, es wird bei meinen Let's Plays keine sonderliche Verbesserung an sich geben, weil meine Let's Plays, auch wenn ich sie jetzt aktiver mache, es wird nach wie vor ein Kanal bleiben, den ich aus Spaß mache, den ich mache, weil es mir Spaß macht. Ich versuche mich klar immer zu verbessern, aber ich lege jetzt da kein Augenmerk drauf, dass ich jetzt hundertprozentig alles genau hinkriege. So, Moment, Let's Plays geben. Du solltest mit dem und der... Was? Du solltest die Spiele mit den Unterbrechungen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, unterlassen. So arg viele Unterbrechungen kamen ja nicht in der letzten Zeit. Es kam jetzt eine, wo ich kurz die Tür zugemacht habe, beziehungsweise aufgemacht habe. Die kam aber erst in den Folgen, die noch kommen, glaube ich, die ich gestern Abend aufgenommen habe. Und ansonsten mache ich ja normalerweise keine Unterbrechungen, die nicht zum Spiel gehören. Außer du meinst, wenn mal Postbote oder so kommt und ich am Aufnehmen bin. Das kann ich ja nicht verhindern. Der Postbote, wenn da ist, muss ich zum Postboten raus. Punkt. Das kann ich nicht verhindern. Oder generell, wenn ich Besuch plötzlich bekomme. Das kann ich halt auch nicht verhindern. Das ist halt leider so. So, aber ich versuche das immer auf ein Minimum zu halten. Manchmal, ich warte ja manchmal den ganzen Tag ab, ob irgendwas passiert, ob irgendjemand Stress macht oder sonst was. Und dann versuche ich ganz normal meine Aufnahmen zu machen, meine Let's Plays zu machen. Und das ist halt auf irgendwann auch teilweise gar nicht möglich so.
So, ja, und Handy, Tablet, Geräusche, sowas. Was? Handy, Tablet, Geräusche? Ja, ich versuche das immer auszumachen, aber ich habe halt ein schlechtes Gedächtnis. Und generell achte ich oft nicht drauf, ob das an oder aus ist, weil ich einfach, wenn ich aufnehme, will ich aufnehmen. Ich versuche das auch immer zu minimieren. Meistens habe ich das Handy auch aus, aber es passiert halt mal, dass ich es mal anhabe. Außerdem gibt es auch mal Situationen, das habe ich aber auch im Video oft schon gesagt, dass ich einen Anruf oder eine Nachricht oder sonst was erwarte und halt am Aufnehmen bin und halt dann den ganzen Tag warten kann, bis diese Nachricht ankommt, dann muss ich das Tablet mal anlassen oder das Handy. Das habe ich auch schon gesagt. Das sage ich aber meistens dann im Stream auch, also im Let's Play auch. Ja, und hat man schon, ich liebe diese Mucke so melancholisch. Ja. Dann schneid's raus. Let's Plays schneide ich nicht. Ich habe genug zu tun, damit meine normalen Videos zu schneiden. Ich schneide die Let's Plays nicht. Außerdem, wie ich schon sagte, ich bin kein professioneller Gamer. Also ich habe auch nicht vor, das zu werden. Selbst wenn ich, sagen wir mal, 30 Milliarden Abos hätte. Das ist nur ein Beispiel natürlich. Das geht ja erstens mal gar nicht in 20. Egal, wenn jeder Mensch auf der Welt mir zuschauen würde, würde ich trotzdem nichts ändern. Daran, an meiner Unprofessionalität, weil ich ein normaler Mensch bin. Ich bin ganz normal wie ihr. Ich sitze zu Hause, ich bin am Zocken. Nur der Unterschied zwischen euch und mir ist, dass ich meine Sachen aufnehme und ins Internet stelle. Das ist der einzige Unterschied, nichts anderes. Ich habe nicht vor, professioneller zu wirken, ich habe nicht vor, professionell zu sein. Ich bin schlicht und ergreifend ein normaler Mensch, der am Gamen ist. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn es jemandem nicht gefällt, das soll halt nicht zugucken. Es gibt genug professionelle Gamer von, was ist denn ein gutes Beispiel? Ein oberes Beispiel habe ich schon, das untere fehlt mir gerade. Keine Ahnung, das sage ich jetzt nicht, weil er schlecht ist, das sage ich jetzt nur, weil er Games nur zwischendurch mal irgendwie reinschiebt. Von Vic, also Alblali, bis hin zu Gronkh, gibt's alles beim Gaming. Oder von aus, man kann auch vom Untersten, auch von mir ausgehen. Von mir bis Gronkh gibt's alles von oben nach unten. Und ich bin eben kein professioneller Gamer und ich habe auch nicht vor, einer zu werden. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich das einfach nebenbei mache. Und wenn jemand zuschauen möchte, kann er das tun. Wenn nicht, dann soll er es lassen. Das ist das Gleiche, was ich seit zig Jahren von meinem Hauptkanal behaupte und sage. Und nach 5 Jahren sollte man es irgendwann mal verstanden haben. Aber du machst doch nichts für deinen Hauptkanal. Dann kannst du dich doch auf die Gaming konzentrieren und da kannst du dir dann noch mehr Mühe geben. Also pass auf, ich sag's dir jetzt nochmal und ich hoffe, du verstehst es jetzt endlich. Ansonsten lässt es bitte bleiben. Also, mein Kanal, mein Gaming-Kanal, mein Hauptkanal. Mein Hauptkanal ist das, was ich eigentlich am liebsten mache, wenn ich irgendwas nicht schneiden und professionell machen will. In Anführungszeichen professionell, weil es bin ich. Mein Gaming-Kanal ist ein Fun-Kanal und den mache ich so, wie ich das möchte. Wenn es um Audioqualität geht oder um Bildqualität, stimme ich euch zu. Schlechte Audio oder schlechte Bildqualität ist beschissen für ein Let's Play, das haut einfach nicht hin. Was aber meiner Meinung nach uninteressant ist, weil es sind Let's Plays, keine Gameplays, ist Sachen rausschneiden. Das ist ein Gaming-Kanal. Wenn ich ein Gameplay machen will, wo ich Sachen rein und rausschneide, dann schneide ich das auch. Dann ist es aber ein Gameplay und kein Let's Play. Im Let's Play passiert nun mal, dass ich mal kurz weg muss oder mal kurz was gucken muss oder sonst was. Fast 2,5 Stunden, ey. Man fragt sich, warum die so lange hier rumgammeln, ey. Vor allem, es ist mitten in der Woche. Heute ist doch Donnerstag und nicht Freitag, oder? Mit Merkzetteln kann man sich bei einem schlechten Gedächtnis verbessern. Ich habe immer einen Block neben mir liegen, Leute.
Aber was hält er? Voll. Geht doch nicht nur um YouTube. Du kannst allgemein dein Gedächtnis verbessern. Wie ich schon sagte, ich habe ich habe immer einen Block neben mir liegen, Leute. Ich habe manchmal sogar mehr als einen Block. Ich habe hier noch einen. Ich habe immer einen Block neben mir. Immer. So, arbeitslose Hater. Hatten wir schon. Arbeitslose Hater scheint irgendwie verknüpft zu sein. Tritt nämlich meistens in Kombination auf. Vor allem finde ich nach 5 Jahren lächerlich, dass sie sich immer noch so asozial verhalten. Und mich dann auch noch. Und mich wollen sie ins Der Witz ist ja, leider sind sie damit relativ erfolgreich. Die Hater versuchen mich zu sich in den Schmutz zu ziehen. Letzten Endes bin nämlich ich nicht derjenige, der die Scheiße baut. Ja, ich habe schon Sachen gemacht und gesagt, die echt scheiße waren. Gebe ich zu, habe ich auch schon oft mich entschuldigt für. Und versuche mich in Zukunft auch immer besser auszudrücken oder besser das hinzukriegen oder nicht so dumm dastehen zu lassen. Aber ich bin trotzdem nicht derjenige, der bei anderen Leuten real vor der Haustür steht. Ich bin nicht jemand, der Leute real angreift. Was ich im Internet sage und mache, hat nichts damit zu tun, was ich real mache und sage. Und diese Leute, die hierher kommen vor allem, die wollen mich zu sich in den Schmutz ziehen. Weil sie letzten Endes da sich auf der einen. Der Witz ist, auf der einen Seite halten sie sich in gewisser Weise für was Besseres. Und auf der anderen Seite wissen sie, wie asozial sie sind und wie asozial die Aktion ist. Trotzdem versuchen sie immer, andere Leute zu sich in den Schmutz zu ziehen. So. Whisper. Ich habe schon länger, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwann vor einem Jahr oder so oder vor einem halben Jahr. Eigentlich würde ich gerne irgendwie, ich würde gerne eigentlich schauen, ob ich irgendwelche Firmen für Sponsoraufträge oder so rankriege, mit denen zusammen ich das machen kann und mit denen zusammen ich dann auch mich gegen Mobbing stellen kann. Also es würde, jede Firma, die mit mir zusammenarbeiten würde, könnte jetzt damit automatisch ausdrücken, dass sie sich gegen Mobbing stellt. Weil letzten Endes bin ich ja momentan das beste Beispiel für Mobbing. Es ist zwar beschissen und geht mir selber auf die Nüsse, dass ich so mich so darstellen könnte oder kann oder muss, aber in gewisser Weise wäre das schon sinnvoll. Und dann könnte jede Firma, die mich unterstützen würde, könnte damit auch ein Statement setzen, dass sie sich gegen Mobbing stellt. Das Problem ist nur es gibt nur ein Hauptproblem dabei. Ich kann mich nicht richtig verkaufen. Es haben mich schon viele Leute, auch viele User, sowohl Hater als auch Zuschauer und auch normale Zuschauer, also auch Fans halt, also alle drei Kategorien, Fans, Zuschauer und Hater, haben mich schon darauf angesprochen, warum ich mich nicht besser verkaufe. Weil ich es nicht kann. Ich würde mich eigentlich viel besser verkaufen können eigentlich und würde auch viel besser, ich könnte richtige Statements setzen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Das ist mein Hauptproblem. Daniele, Dankeschön für die 400 Likes. Solange du nichts machst, wird denen schon langweilig, ist gut. Ich war nur einmal kurz draußen und habe noch nicht einmal groß was gemacht. Ich bin nur zu der Post rausgegangen und habe das Paket geholt, was ich hier habe. Mehr habe ich nicht gemacht. Und die waren noch mindestens eine Dreiviertelstunde da außen gestanden. Und die waren vorher schon eine Stunde außen gestanden. Also die waren jetzt dreiviertel Stunden außen gestanden und haben da rumgegammelt. So schnell wird ihnen also nicht langweilig, wie es aussieht. Es sind bestimmt manchmal auch fast fantastische Fans dabei. Die Leute, die bei mir vor der Haustür stehen, sind für mich keine Fans, egal wie oft sie sich als Fans betiteln oder bezeichnen. Wenn jemand hierher kommt und mich beleidigt, oder generell, wenn jemand hierher kommt und mich belästigt, nicht beleidigt, Entschuldigung, wenn jemand hierher kommt und mich damit belästigt, ist es einfach ungeil und es ist für mich kein Fan. Ich habe das schon so oft gesagt, für mich sind Fans die Menschen, die respektieren, wenn ich Privatsphäre möchte. Wenn ich irgendwo mal unterwegs bin, ich war zum Beispiel... Grüße mal an dieser Stelle an die Person, falls die zuschaut, ich bezweifle es zwar, aber trotzdem. Ich war vor einiger Zeit ja in Nürnberg wegen meinem Handy.
Und da bin ich in der U-Bahn unterwegs gewesen und da hat mich in der U-Bahn jemand angequatscht, weil weil ich eben auf dem Weg zu meiner Handyreparatur war. So. Und als die Person mich dann angetroffen hat, ich bin gerade so in Gedanken, Moment, kurz den Kopf ordnen. Also, ich war in Nürnberg in der U-Bahn und da hat mich eine Person getroffen und hat mich gefragt, ey, du bist an der Drache, kann ich ein Foto mit dir machen? Ja, klar, kein Problem, haben wir ein Foto gemacht und hab dann nur noch was zu der Person kurz gesagt und dann haben wir uns verabschiedet und die Person ist weitergegangen. Sowas ist vollkommen okay. Ja, also mit sowas komme ich klar, mit sowas kann ich umgehen. Wenn ich aber zu Hause bin, hier in meinen eigenen vier Wänden, dann möchte ich meine Ruhe haben. Und jeder, der das nicht respektiert, ist für mich kein Zuschauer. Also ist für mich auch kein Fan. Sowas ist für mich ein Hater. Punkt. Schönen guten Tag zusammen. Schönen Tag, dir auch. So. Das ist deine Logik. Die Hater haben halt eine andere Logik. Nein, die Hater haben gar keine Logik. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass die Hater eine andere Logik haben, sondern die Hater haben keine Logik. Es gibt keinen logischen Aspekt dafür, was die machen. Keinen. Kein Mensch würde diese Sachen, was die Hater machen, als Logik bezeichnen. Keiner. Zumindest keiner, den ich kenne. So. Sind bestimmt manchmal auch fantastische Fans dabei, hatten wir schon. Das Problem ist, dass Firmen halt auch einen alten Aussage sehen. Deine alten Aussagen sehen. Tja, und genau das ist das Problem. Die alten Aussagen sind eben genau das. Alte Aussagen. Und ich habe mich für die, ich weiß gar nicht wie oft, schon entschuldigt. Und ich persönlich muss auch dazu sagen, viele dieser Aussagen sind ja auch von mir selber gesagt. Klar, Aussagen von mir sind natürlich selber gesagt. Was ich meinte ist, die Aussagen, die ich selber gesagt habe, sind teilweise auch, und das habe ich schon mehrfach behauptet und auch mehrfach gesagt und auch mehrfach gemeint, wie es war, dass ich die falsch rübergebracht habe, dass die falsch verstanden wurden. Ich bin das höchste Wesen zum Beispiel. Das ist eine Aussage, die soll einfach nur dumm, lustig und komplett übertrieben wirken. Stattdessen, ne, wurde es so ausgelegt von Leuten, er hat sich versucht zu wissen, voll arrogant, voll Arschloch. Dabei ist es doch offensichtlich, dass es einfach nur dummes Gelaber war. Nicht mehr und nicht weniger. Die Sache mit dem Holocaust ist genauso. Da habe ich auch schon 100-mal gesagt, dass es eigentlich eine Aussage gewesen sein soll, die sarkastisch gemeint war. Voll eine neue Sache. So hätte ich vielleicht sagen sollen. Ich habe es stattdessen ein bisschen anders ausgedrückt. Und dadurch kam die Aussage falsch rüber. Das ist mein Problem. Und das ist aber nicht nur in diesen beiden Fällen der Fall, sondern bei vielen Sachen, die ich gemacht habe. Mein Problem ist, dass ich manchmal, was ich sage, in meinem Kopf anders sage, als ich es dann wirklich mit meinem Mund und mit meiner Stimme mache. Und das ist das Problem. So, Metal-Drache, servus. Ich würde mit Rainer ein Bier trinken. Tut mir leid, aber ich trinke mit Fans kein Bier. Steht den Sarkasmus auch in Originalvideos sofort. Leider steckt das die Filme schon ab. Was? Also leider steckt das die Firmen schon ab. Auch wenn es lange her ist. Ich sag dir mal was.
Hagen, wenn eine Firma von mir ein Sponsoring machen will, dann wird sie sich über mich richtig informieren. Und wenn sie sich über mich richtig informiert, dann wird die Firma auch verstehen oder mitkriegen, was ich gesagt habe. Weil das Problem ist nicht, dass die Firma das abschreckt, was ich gesagt oder gemacht habe. Das Problem ist, dass die Firma ganz genau weiß, wie auch wenn man ein Publikum hat oder wenn man Leute hat, die einen anschauen und verfolgen und dann mitkriegen, dass ich zum Beispiel sowas irgendwann mal gesagt habe. Das Problem ist nicht, dass die Firma sich nicht richtig informiert, sondern das Problem ist, dass die Leute sich nicht richtig informieren. Die Leute, die sehen das, was im Internet verbreitet ist, den ganzen Hate. Die kriegen mit, was ich irgendwann mal gesagt habe und kriegen nur das mit, was die Hater verbreiten. Nicht, weil sie so genial sind oder es so clever machen, sondern weil es einfach einer der Tausenden ist. In meinem Fall einer zu 10 oder einer zu 100.000. Ich bin einer, dessen 100.000. Das ist natürlich übertrieben gesagt. Und das ist das, was ich meine. Nicht, die Firma stört nicht, was ich mal gesagt habe, oder stört nicht, weil sie nicht richtig recherchiert haben, was ich damit meine oder sage oder wie das gemeint war. Sondern das Problem ist, dass die Firma ihn abschreckt, dass all das, was die Leute mitkriegen werden, nur das ist, was die Hater verbreiten. Und zwar diese ganzen Lügen über mich. Das ist das Problem. So. Die Leute wissen das auch. Die wollen das nur aufbauschen und was in deinem Leben zu haben. Was in ihrem Leben zu haben. Die Stammtischgeräte. Wie Stammtischgeräte, ja. Stammtischgeräte, passt mal auf. Sitzen drei Männer am Stammtisch, ja, saufen Bier und so und unterhalten sich. Und irgendwann kommt einer von den drei daher und sagt, oh, ich habe mein Sohn, oh, der ist richtig, richtig genial. Der hat ein kleines Hotel angefangen, ja, und hat jetzt eine Hotelkette. Ja, hat jetzt mehrere kleine Motels überall. So, sagt der andere, das ist ja noch gar nichts. Mein Sohn hat als Lehrling in einer Tankstelle angefangen. Dem können jetzt lauter Tankstellen. Dann sagt der Dritte, na, jetzt mach ich nicht mehr sagen, was ihr wollt, was mein Sohn macht. Ach, komm schon, so schlimm kann es doch nicht sein. Ist doch scheißegal, wenn er nicht so erfolgreich ist wie unsere. Was ist denn da mit dem? Naja, okay, mein Sohn ist schwul. So, ja, ey komm, heutzutage ist kein Problem mehr. Ja, schon, aber er hat zwei Freunde. Der eine hat eine Hotelkette und der andere hat eine Tankstellenkette. Entschuldigung, das ist mir gar nicht so eingefallen. Wegen Stammtischgeräte. Seidler trinken würde ich mit Rainer schon, aber freilich, was? Ich trinke keine Seidler, ich trinke nur Mors. Die Hater verdrehen aber auch alles, wie es ihnen passt. Wenn man dann Ass Anzeigen komplimiert lässt. Was? Das ist ein merkwürdiges Wort. Wie sieht denn die Unterstützung aus? Inwiefern? Was meinst du mit Unterstützung? Auf was genau war das jetzt bezogen? Würde man auch nur Schwachsinn finden? Tja, bei denen versteht man generell nur Schwachsinn, weil die meisten von denen nicht einmal richtig reden können. Und das sag ich. Die meisten haben Angst um ihren Ruf und sind deshalb feige. Mit Feige hat es nichts zu tun, das nennt sich eher Wirtschaft. Pass auf, negative Propaganda ist natürlich immer Propaganda. Das ist aber in Anfangszeiten nur dann gut, wenn man eine kleine Firma ist, weil man dadurch überhaupt von sich reden macht. Später muss man schauen, dass man diesen, das ist im Prinzip wie bei mir auf YouTube auch, diese negative Propaganda hat mich unglaublich bekannt gemacht. Meine Nachricht ist verbuggt, okay. Mich hat es natürlich unglaublich bekannt gemacht, dieser ganze Hate, dieser ganze negative Scheiß. Aber
Was ich nicht geschafft habe, was zum Beispiel Excel oder Excel weiß ich nicht, aber zum Beispiel Tanzverbot hat es geschafft. Der hat diesen ganzen negativen Stuff, der um ihn rum war, ins Positive wenden können. Und egal wie wenig ich Tanzverbot oder Excel hasse, also hasse, mag ich, hasse ist ja Blödsinn. Egal wie wenig ich die mag, wie wenig ich die hasse, wollte ich sagen, wie wenig ich die mag, eine Sache haben sie beide geschafft. Beziehungsweise Excel war, glaube ich, nicht so extrem, aber Tanzverbot war es damals. Und egal wie viel Schlechtes ich von denen sagen könnte, die haben es letzten Endes geschafft, das Ganze ins Positive zu drehen. Dafür muss man es ja eigentlich akzeptieren. Und das tue ich auch in gewisser Weise. Aber, naja gut, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, was mit Excel und so weiter ist oder mit Tanzverbot. Ich respektiere sie dafür, was sie geschafft haben, aber der Rest, was sie machen, finde ich scheiße. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Und weiter gehe ich da auch nicht drauf ein. So, welche Kippen rauchst du? Im Moment rauche ich Winston. Winston. Ich rauche aber ganz unterschiedliche. Ja, von den Sponsoren. Was? Wie meine Unterstützung von den Sponsoren aussieht. Ja, im Moment bräuchte ich keinen Sponsor, weil im Moment hätte ich alles. Wobei eine Grafikkarte fehlt natürlich noch. Die Grafikkarte für meinen Rechner würde noch fehlen. Und davon abgesehen habe ich jetzt im Moment, habe ich eigentlich soweit alles. Vielleicht mal ein neues Mikro. Wäre vielleicht irgendwann nicht schlecht, aber das hat im Moment eigentlich jetzt ein bisschen Zeit. Im Moment bräuchte ich keinen Sponsor, aber jetzt vor einem halben Jahr oder vor einem Vierteljahr, wo mein Computer immer weiter abgekackt ist, hätte ich auf jeden Fall einen Sponsor gebraucht. Ich habe es jetzt zum Glück dann doch alleine geschafft, dank euch, beziehungsweise also nicht alleine eigentlich, aber ich habe es dank euch dann doch geschafft, weil ihr im August so abgegangen seid alle, mit euren Unterstützungen und so. Und habe ich es dann doch alleine geschafft, Gott sei Dank. In Anführungszeichen gesagt alleine, weil es ja durch euch möglich war. Aber Entschuldigung, kurz den Gürtel gerichtet, der hat gerade gedrückt. Wo war ich? Also im Moment bräuchte ich kein Sponsoring. Zumindest jetzt an sich nicht. Es gäbe zwar Sponsorings oder auch Product Placements, die ich machen würde. Unter Umständen, wenn sie mir ein bisschen Kohle geben oder bringen, weil ich halt dadurch ein bisschen was für meine zukünftigen Projekte oder auch für mein Haus so ein bisschen was machen könnte finanziell. Und davon abgesehen bräuchte ich aber an sich eigentlich nichts. Zum Glück, da bin ich jetzt im Moment zum Glück ein bisschen drüber. Ich freue mich auf die Glasfaser. Da, nicht nur du. Das, was Tanzverbot geschafft hat, wirst du auch irgendwann schaffen. Spätestens, wenn du mehr Fans als Hater hast. Tja. Die Frage ist, ob ich das hier schaffen werde. Was mir am meisten weh tut, Gaudi, Dankeschön für die 50 Barren. Was mir am meisten weh tut, und das habe ich ja schon oft gesagt, ist, dass ich keinerlei Möglichkeiten habe, mit anderen YouTubern was zu machen. Und dass ich das Problem habe, es gibt halt ein paar Sachen, die mich stören, unter anderem eben das, wie gesagt, mit den Kooperationen mit anderen YouTubern oder auch die Sache, dass ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, das mit anderen YouTubern oder dass ich halt hinter Excel und hinter Tanzverbot zurückstehe mit meinen Abos. Ich bin normalerweise keiner, der seine Schwanzgröße, sag ich jetzt mal ein bisschen dab, seine Schwanzgröße daran festmacht, wie viele Abos er hat. Das habe ich auch nicht nötig, finde ich. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwo traurig, weil Excel... Nee, nicht Excel, Entschuldigung, weil Tanzverbot, vor allem Tanzverbot, im Prinzip ähnlich angefangen hat wie ich. Ich glaube, meine Bekanntheit, das habe ich ja schon oft gesagt und ich wiederhole mich wahrscheinlich zum 100. Mal,
Und ich will auch nicht, dass ihr das falsch versteht oder den falschen Hals kriegt. Wie erkläre ich das jetzt? Wie bringe ich das deutlich rüber, ohne dass ich jetzt arrogant wirke oder so ein Scheiß? Aber Excel und Tanzverbot bringen regelmäßig Content, im Gegensatz zu dir. Wie viele Videos macht Tanzverbot und wie viele Videos macht Excel in der Woche? Ich habe in meiner Anfangszeit und auch generell, ich habe als Excel angefangen hat, als Tanzverbot angefangen hat mit seinen Videos, ich muss mal kurz weg, als Tanzverbot mit seinen Videos angefangen hat, habe ich ein Video am Tag, wenn nicht zwei Videos am Tag auf meinem Hauptkanal hochgeladen und drei Let's Play Parts auf meinem Gaming-Kanal. Dazu habe ich dann noch zusätzlich eine Stunde auf YouNow gestreamt. Das habe ich jeden Tag gemacht. Das war alles 2015, 2016 rum. Ich bin gleich wieder da, Leute.
Leute, da bin ich wieder. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Oh, das ist meine Kippe. Willkommen zurück, Drache. Servus. Skywärchen, was hast du denn geantwortet? Würde mich mal interessieren. Dann muss ich wohl noch ein paar Barren rausschmeißen. Voll. Hä, wo bin ich bitte außer Atem? Ich bin nicht außer Atem, ich habe gelesen. Ich habe gelesen, was ihr geschrieben habt, als ich weg war. Ich hätte gar keinen Grund, außer Atem zu sein. Ich war nur rumgestanden und habe mich unterhalten. Da bin ich noch nicht außer Atem. So ein Blödsinn. Ich bin wirklich müde. Wurden da gerade kleine Drachenbabys gezeugt, aber voll, voll. Freundin war da, ist mal richtig schön Quickie gemacht. Passt, perfekt. Ich trinke auf dich, Rainer. Dankeschön. Das ist eine gute Aussage, Sky. The Sky on Heaven.